Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 mit dem Volker 1966. Hallo. Dem Viraxo LP. Hallo, hier unten irgendwo, wo man mich sieht. Ihr wisst ja, wofür das LP sonst noch steht. Even longer. Und so. Er hat Hunger da hinten. Und natürlich der Cassidy. Hi Cassie. Hi. Hallo. Ja, und wie gesagt, auch nochmal in diesem Video für Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Wir haben endlich ein echtes Mädchen in unserem Team. Und der Psycho-Dad wird dann aber auch noch mitspielen, etwas später. Ja, so viel so. Jo. Wir sind hier im Poseidon-Kraftwerk und versuchen, dieses vergeblich zu starten. Thorsten versucht es vergeblich zu starten. Und Volker und ich, wir machen das, glaube ich, gerade sehr erfolgreich. Genau. Und zwar haben wir noch 25 Minuten. Ich habe genial. Optional repariere das gesamte Rohrsystem. Cassie ist da oben. Ja, ich habe unterwegs ein paar verbrannte Rippetücher. Sehr gut. Ja, ja. Oh. Terpentin? Terpentin. Nee. Irgendwo wird mir ein Defekt angezeigt. Eigentlich, dass hier keine Radioaktivität drin ist. Ja, wow. Ich wollte gerade sorgen, ich habe jetzt irgendwas schon. Was hörst du es? Alter Falter. Nee, ich krieg was ab, was, du kriegst auch was ab? Ja. Naja. Also ich bin hier, siehst du das, was ich Radioaktivität aufgenommen habe? Oh, was ist und das? Ja, ja, da darfst du nicht reinspringen. Bist du da auch drin etwa? Ja, super. Da denke ich ja drin. Also in der Suppe. Hier ist eine Leiter. Oh. Hier hinten ist eine Leiter. Komm hierher. Ach ja. Kontrollraum. Nichts wie raus rein. Wie kommt ja, da bin ich mir auch. So, hier. Komm raus hier! Das geht nicht. Ja, ich weiß. Bei mir ich dachte, das wäre ein Boden hier. Ja. Oh, Gegenstand. Wir haben es geschafft. Das war schwierig. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Wie du? Wie viel Einsatzpunkte habe ich? Ey. So, dann suche ich mal ein neues Event aus. Sehr cool. Oh, ich habe ein Event, Leute. Gegen die Schallmauer. Oh Gott. Ich reiß dahin, ja? Folgt ihr mir dann? Ja. Achtung, an das gesamte Personal. Eine Reaktorabriegelung wurde eingeleitet. Bitte ergreift. Achtung, ich an das Auf geht's zur Schallmauer. Wir machen heute mal ein paar Events. Jo. Einfach dem geschuldet, dass wir unsere Cassie ein bisschen stufen lassen können. Das bringt Punkte im Team. Bist du mit einverstanden, Cassie? Ja. Fort Defiance. Sagt dir das was? Kennst du das zufällig schon? Nee. Das ist gegen die Schallmauer Brandbestienkampf. Und Verbrannte. Und Ghule. Nicht ganz ungefährlich. Ich bin da auch schon ganz zu Anfang sehr viele Tode und sehr schreckliche Tode gestorben. Aber alle zu Recht. Was? Sorry. Was sagtest du eben, Frechter? Nicht. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nur laut gedacht. Norwegian Titan ist hier, ey. Ich reiß auch noch ein bisschen mal. Die sind bestimmt schon abgehauen. Ich bin immer so lange Ladebildschirme. Da sind die sind schon weg. Die sind schon. Südöstlich. Der Norwegian Titan, ey. Alter Falter. Ja, mit dem haben wir auch schon ein paar schöne Sachen erlebt. Der hat uns gleich zu Anfang ganz doll geholfen. Cassie. Was, wer? Der hier auf dem Pfeiler steht. Hier, wenn du hier so guckst, hier steht einer über mir auf dem Pfeiler. Ich glaube, sie sieht ihn noch nicht. Nee, ich weiß nicht, wenn sie noch nicht da ist. Ich bin hier noch nicht. Alles klar. Elegante Seite. Oh, ich hab ihn. Viraxo ist da hinten. Ja, ja, ich hab was hier. Ich eile. Alles klar, keine Panik auf der Titanic, dann erkläre ich dir. Irgendwann bin ich dann da. Also den ich meine, der Norwegian Titan, ist Norweger, kannst du dich aber auf Englisch unterhalten und der hat uns ganz zu Anfang, hat er mit uns das gemacht, was wir gerade mit dir veranstalten. Der hat uns nämlich geholfen, hat uns Geschenke gemacht.
Das fand ich außer richtig, mir. Außer dir. Also quasi nur Thorsten. Also quasi nur mir, Quasimodo. Ja, warum wohl? Ihr wart mit dem Bau beschäftigt. Du, weil dein Leben mittlerweile nur aus Fallout-Technik besteht. Ja, das stimmt. Ich lebe Fallout. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Guck da oben, jetzt über dir auf dem Pfeiler. Das ist der Norwegian Titan. Hey, die Cassie ist eine Stufe hochgestiegen, Leute. Nein. Oh, wie schlecht. Ja, das ist der Raketenwerfer da hinten. Da kommen aber noch bessere Sachen. Da kommt gleich noch eine nette Brandbestie. Ah. Was ist denn gut, wenn ich hier stehe oder soll ich woanders stehen? Wo stehst du, Cassie? Ja, bleib mal bei mir hier auf die. Hier oben ist gut. Hier hinter diesem Schild hier ist gut, weil du keine Rüstung hast. Das ist wirklich gefährlich. Weil hinter dir ist der Raketenwerfer und Volker ist. Doch nicht einfach hier. Was hat er sich geduckt? Mark, der haut vor dir ab. Das geht gar nicht, Mark. Schwert ausgewichen. Mark, da habe ich kein Verständnis für. Ich auch nicht. Ich habe dann auch gleich den Kopf kürzer gemacht. Das ist richtig, Mark. Ja. Lass dich nicht ärgern. Nee, ich lasse mich auch an den Autos extra mal aus. Was? Nix. Wer hat das schon? Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe Boden gegessen. Mark, wer war das bei uns, wenn der die Autos in die Luft sprengt? Du, ne? Du. Was? Da hinten, Cassie, da feuerst du drauf. Die dürfen nicht an den Raketenwerfer und an die Schüssel ran. Kommt doch mal ran. Das geht die gerade komplett. Achso, jetzt müssen wir uns ein bisschen wissen. Sollen wir auch hier an der Allegheny-Anstalt leveltechnisch angepasst worden sein? Ich weiß, die haben alles runtergezogen. Ich merke ja, das du jetzt. Du weißt das, also die Zuschauer ist das auch noch nicht mehr. Das ist nett, dann sag das nochmal. Also Marc hat was Wichtiges mitzuteilen. Hab ich doch gerade. Die also Stufung, alle großen Gegner in vielen Gebieten wurden entsprechend der Stufe angepasst, meistens nach unten. Der Schweregrad ist nach unten gedrückt worden. Für Anfangsspieler sehr positiv. Ganz gut, aber dadurch hast du natürlich diesen Reiz nicht mehr, wenn du dich für Stufe hochpeppelst hier. Wie schnell man ihn doch aus dem offenen Board rausschleudern kann. Ja, du vor allem. Du bist auch der Einzige, der das immer gerade. Ja, ich weiß. Und der Einzige, der das Recht hat, das zu tun. Nein, das stimmt. Oh, da bin ich sehr, sehr dankbar. Moment, die Bibel schon wieder kurz. Ich höre was. Weil du das immer so liebevoll machst, wenn du mich ärgerst. Obwohl, naja. So direkt, du sagst mir das immer so direkt. Ja, direkt auch nicht unbedingt. Andere sagen, eigentlich, Mensch, Quincy, du bist anders als die anderen. Du sagst, du bist nicht ganz dicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber das weiß doch, das sind doch alle. Oder nicht. Die Masse? Nicht. Die Masse. Ja, die Masse weiß das, aber... Man kann nicht auf dem Raketen. Gerne den zwei, drei Leuten, die das noch nicht wissen. Man kann nicht auf dem Raketentower stehen. Kommt ja mal langsam so. Was kommt hier? Zum Flatterhans. Zum Flatterhans, ja, hier oben. So eine Brandbestie, die kommt nachher, glaube ich. Ja, ist ja nur noch die zweite Welle. Ja, aber in der Zeit hätte eigentlich schon längst der Flattermann herkommen müssen. Oder nicht? Ja, das stimmt. Jetzt kommen wieder Gegner. Und zwar kommen die von hinten durch die kalte Küche. Hier ist doch noch einer. Hier ist doch noch einer. Der ist doch noch gar nicht weg. Erstmal steht hier hinten noch einer. Wo ist hier hinten? Hier Nummer 10. Zack, hier muss noch einer unten irgendwo einklemmen. Yep. Ich gehe auch hier. Ich habe keinen gefunden. Und dann fehlt hier noch einer. So, das war's. Mann. Einer ist ja. Also noch zwei. So, da oben ist sie, die gute. Jawohl. Elisabeth, die gute Waldfee kommt jetzt. Cassie, so ein Viech. Hast du schon mal bekämpft? Nein. Das macht Spaß, Cassie. Ja. Doch, komm, das macht Spaß. Nur alleine macht das keinen Spaß. Weil man alleine viel zu oft stirbt, finde ich. Code, Norwegian Titan hat einen anderen Charakter schon wieder. Er war ja auch schon ganz schön hochgestuft. Er hat 60 jetzt.
Der war auch schon über 200. Okay, das macht der. Also ich habe doch eben den Flügelschlag schon gehört. Ich auch. Von Krähen habe ich sie gehört. Ja, aber man hört sie. Aber jetzt nichts mehr. Nichts in Sicht. Nichts. Oh Mann, ey. Ich verteidige so den Schallgenerator. Bleib lieber da hinten an der Mechanik. Spooky. Spooky, bleib an der Mechanik. Ich spuck auf die Mechanik. Wo ist Captain Kirk? Hier sitzt er vor mir. Captain Gork. Ich bin Dr. Pille. Ich bin Pille. Dr. Pille. Ach, Volker, geht's dir noch gut? Ja, ja. Ich muss ja immer mein Team motivieren. Ich gehe mal hier Richtung paar Verbrannte. Ich gehe auch mal gucken, wo hier. Hier steckt bestimmt eine fest. Ja, ich bin 71. Hier ist noch unten einer. Also wenn ich hier unten gucke, 5. Hier muss irgendwo einer drin stecken hier. Ja, hier auch irgendwo, aber... Also hier stimmt, hier hängt doch irgendwo einer fest. So langweilig wurde das ja noch nie. Oder? Nee, das wollte ich gerade sagen. So langweilig. Hier unten ist er. Oh, hast du den dabei? Ja. Einer. Jetzt habe ich immer noch einen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oder ist das hier dieser Schallgenerator gemeint? Nee. Oh Gott. Warte mal, hier ist 61. 45, 43, nicht, dass der hier hinten um die Ecke hängt und nicht vorkommt. Das habe ich auch schon gehört. Mhm. 34, 28, glaub's jetzt nicht, ne? 70 habe ich hier. Hier unten. Die Brandbestie ist hier hinten. Hinter, ich habe sie mitgelockt. Jetzt steigt die auf. Wohl auch Zeit. Das glaube ich ja wohl nicht. Die muss sich da hinten, die hat sich versteckt, als wenn die ihren Auftritt erwartet. Das Zeichen, da hinten ist sie. Aber deswegen fehlt trotzdem noch einiges. Ja, aber die ist ganz schön weit weg. Ah, jetzt. Los. Süße. Die ist doch gleich durch. Das war ja nicht. Okay. Und jetzt noch eine. Stimpfleck, Leber, ein bisschen Haut. Ja, pass auf da. Wow. Hier hinten am Schallgenerator. War das jetzt alles hier? Das sieht gar nicht mehr so gut aus. Den müssen wir noch ein bisschen verteidigen, Junge. Wäre die letzte Welle ab. Wie gesagt, der sieht gar nicht mehr so gut aus. Ja. Nicht, dass wir das Event hier... Jetzt kriegt der nicht mehr. Ja. Oh, cool. Erledigt. Jo. Das war der Norwegian Titan. Was hat er gemacht? Den abgeknackt? Ja, einfach einen Kopf geschossen. Ich habe sehr viel Müll zerplatzen sehen. Und was ist hier jetzt noch? Hier das haben wir gepackt, was? Leute. Was gibt's jetzt Leckeres? Das ist mein Platz hier. Kampfrüstung, linker Arm. Wow. 332 EP. Den. Norwegian Titan. Wieso krieg ich nichts mehr? Was? Cassie, hast du was gekriegt? Nö. Also nur hier Fusionskern und sowas. Achso, ja, doch, das ist doch. Das ist doch, dann haben EP hast du gekriegt. Wir kriegen ja alle unterschiedliche Belohnungen. Ja, hast du EP auch gekriegt? Ja, 313. Na, siehst du. Na, siehst du. Dann hast du gekriegt. Denn wollen wir nochmal in die Beklopptenanstalt gehen, den Wendigo jagen? Du willst doch bloß die Zwangsjacke wieder mitnehmen. Ja, logisch.
Na dann los. Oder hast du keine Zeit Lust? Zu Hause. Du kannst keinen anderen Spieler Schaden zufügen. Wegen deines Pazifisten-Modus. Oh, die feiern. Cassie, siehst du meinen Heinrich winken? Ja, doch. Ja, da winkt aber noch einer. Ach, du wieder, wa? Nee, ich nicht. Wer winkt da noch? Ich stehe hinter dir. Hä, wer winkt da noch? Für die nicht. Norwegian Titan Event? Bestimmt der. Bestimmt er. Mal gucken. Ja, der ist hier. Da lässt er noch nicht drin, oder was, ne? Nö. Der ist gerade gewunken. Da ist er. Mal gucken. Ich will bloß mal kurz gucken, vielleicht. Manchmal haben die auch was für uns. Weiß ja immer. Oh, Lasergewehr. Retro und Cybernetik. Was war das denn eben? Automatisch. Siehst du noch, Volker? Wie wird der Eintrag? Null. Retro, Cyber, irgendwas. Ja, nee, Norwegian Titan ist auch schon weitergegangen. Der ist über die Berge rüber. Gut. Alles klar. Dann lass uns in die Beklopptenanstalt gehen. Ich bin Erster. Wusste das. Warst du hier schon mal drin, Cassie? Nein. Das ist auch sehr lustig. Wie gesagt, wir müssen jetzt auch zu. Wir haben das alle schon mal durch, Let's Play it hier. Aber es geht einfach nur noch darum, ich habe noch eine Opossum-Quest, ich will noch einen größeren Rucksack kriegen. Und da muss ich noch so einige Aufgaben erfüllen. Und meinst du, Opium ist dafür hilfreich? Opium hilft da. Dass du einen größeren Sack kriegst? Ich habe heute endlich mal einen Einsiedlerkrebs gekillt. Damit habe ich schon wieder 80... Im RL? Ja, im RL. Scherzbolzen. Wie hast du das gemacht? Hast du ihn erdrosselt? Kommen die bei dir hier richtig? Wenn wir kriechen, du wieder euch hier hoch. Und hier sind sie alle... Also sie sammeln sich komischerweise alle an meinem Anzug. Ich weiß auch nicht, was das ist. Dann rutschen sie schon wieder. Was? Hier müssen wir ein bisschen aufpassen auf Cassie, ne? Oh ja. Ja, das meine ich nämlich. Hier ist auch der Bendigo drin. Cassie, ja. Ach, da. Am besten immer bei einem bleiben hier von uns. Also nicht alleine, ist wirklich so. Also wirklich, hier bin ich sehr oft gestorben. Okay. Das ist überhaupt keine Kunst. Ja, weil das ist erstmal alle Wände. Da ist er schon. Ich habe ihn schon gehört. Ja, cool. Da ist er. Was? Jetzt schon? Das nee, das war eine Ratte. Wo seid ihr? Lasst mich hier nicht alleine! Ja, siehst du, deswegen stirbt er dauernd allein. Hier ist niemand. Oh, Entschuldigung. Ja. Immer wenn ich hier in den Raum wechsle? Der hat eine Laterne. Ja. Oh. Mann, die Maulwurfratten hier. Ich kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden, welche goldene Gabel ich auf einmal aufsammeln soll. So. Lass das mal. Moment! Ich muss dazu sagen, ich will... Ah, hier! Oh! Hier. Schieß drauf, Cassie! Wenigstens einmal! Und möglichst viele Stimpack! Das war schon. Der hat uns fertig gemacht früher. Wisst ihr noch, damals war es. Damals, als er noch. Als er noch klein war. Konntest du da drauf schießen? Ja. Ey! Das ist schön, das ist gut. Super. Alter, Quincy. Ja, was machst du mit dem armen Wendigo? Entschuldigung. Sauereien. Ja, das sah ihm echt, abartig aus. Ja, du hast dich dagegen gelehnt. Entschuldigung. Das war so lecker. Ich konnte nicht widerstehen. Weil es so geschmeckt hat. Ja, es war so. Was hast du? Nein, ich frage nicht. Nein, du sollst nicht fragen. Kopfkino, nein. Du sollst doch nicht fragen. Ich weiß, ich habe einen Luca gefunden. Und Danny Boy. Apple. Rezept gezogener Astern-Tee, das ist gut. Warte. Cassie, alles klar? Ja. Du siehst mich, ne, Cassie? Ja. Sehr gut. Zumindest mein Name, ne? Ja, das sehe ich aber auch. Weil ich nämlich jetzt getarnt bin. Das weiß aber keiner. Volker, ich bin jetzt im Stealth-Modus. Keiner weiß es.
Keiner sieht mich. Und keiner hört mich. Das kann ich auch. Oh. Noch viel länger wie du. Marc? Ja? Ich zeig dir jetzt gleich mal was. Pass mal auf, was ich geholt habe gerade, Marc. Hier. Ja, zeig mal. Hier, Marc, pass mal auf. Ich zeig dir mal, was ich geholt habe. Ja, zeig mal. Was hast du geholt? Na, hier, so einen Kuchen. Hast du hier schon mal einen Kuchen aus dem Diner gekriegt? Nee, nie. Ja, pass auf, ich zeig dir mal einen. Ich habe den gerade benutzt hier, du. Mhm. Als ob der jemals funktioniert hätte. Mhm. Komm her. Ich bin noch da. Ich bin gestanden die ganze Zeit neben dir. Der hat auch einen Stealth-Ball benutzt. Ja, klar. Immer dasselbe. Ich halte die Nase. Ich habe... Das glaube ich nicht. Gut, dann erzähle ich dir das. Also ich habe bei Volker zum ersten Mal... Das kann doch wohl nicht wahr. Ich krieg das gar nicht auf die Reihe. Da steht er neben mir mit dem Stealth-Ball. Das ist ein frecher Typ, ey. Ich habe heute zum ersten Mal... Nee, heute gestern, ne, Volker? Gestern zum ersten Mal gesehen, wie einen Stealth-Boy... Blätsch, er hat mich vollkommen auseinandergebracht, der Marc, weil er sowas gar nicht macht sonst, ey. Dass er einen Kuchen rausgekriegt hat hier aus diesem Automaten hier. Folgt mir. Das glaube ich nicht. Ja, ja, das geht. Und zwar musst du hier die Glückskarten, musst du da gemischt haben. Ja. Ach Gott, Glückskarten. Ja, ja, die habe ich auch nicht. Ja, für sonst braucht man kein Glück im Leben. Ich habe sonst auch kein Glück. Steht der neben mir mit dem Stealth-Boy. Ich krieg das gar nicht in die Reihe. Da kommt der jetzt nicht drüber weg. Der ist sowas von frech, hier. Munition. Was? Wieso? Du hast den zuerst benutzt. Ja, aber... Und damit wollte ich deinen Zuschauern nur mitteilen, dass das mittlerweile auch mit der Power-Rüstung machbar ist. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Danke. Bitte. Ich habe einen Voltec-Tracker gefunden. Was kann man damit machen? Oh, hier. Psycho ist hier im Schrank. Ehrlich? Doch. Raus. Ja, ich hol nimm ihn mal bitte raus. Lass den nicht da alleine liegen, bitte. Nö, mach ich nicht. Der wird ja hier ganz haarig drin. Psycho Dead. Ach, da seid ihr. Oh, eine Tüte. Verdorbenes Gemüse. Oh, wie mich gruselte. Was haben wir hier? Sicherung. Sicherung ist mehr Kupfer. Sicherung und Versicherung? Kronkorken, lose Schrauben und Schisspulver. Braucht noch jemand einen HH3A-Kondensator? Hatte ich da drin gefunden. Ein was? Ein HH3A-Kondensator. Braucht den ja auch niemand? Nein. Schade. Auch das letzte Mal schon keiner. Sag mal, sind die ganzen Gegner hier alle raus oder was ist hier los? Ja, der Wendigo ist doch diesmal unten gewesen. Das stimmt. Oh, hier der Teddy. Was ist das? Ich muss noch hier einen tadellosen Teddy und einen Teddy brauche ich noch. Also und was für einen? Warte, ich sag dir das. Nein, den habe ich ja schon. Warte, ich sag dir das gleich. Sammel-Teddy? Welt? Sammeln. Warte, ich geh gleich los. Ich sag dir das. Jo. Opossum sammeln. Ich muss haben... Hirnpilz. Sammelgeschichten. Ich brauche den Genosse Moppel und den makellosen Teddy. Makelloser Teddybär. Genosse Moppel okay. Und makelloser Teddybär. Okay. Genosse Moppel. Ja, keine Klingt Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Nach einem Gebiet der Russen an. Ja, wahrscheinlich. Sorry, jetzt an alle russischen Mitbürger, aber es wahrscheinlich ist wird das immer so ein Teddy sein. Wobei Genosse gab es und gibt es auch in Spanien. Ja, aber da heißen die, glaube ich, nicht Genossen, da heißen die irgendwie anders. Ne, Kameraden und Genossen. Ja, auf Deutsch, aber doch nicht in deren Sprache, meine. Oh, Achso. Ruhig, alles gut. Okay, danke, ich bin schon wieder. Kann man das einsammeln? Nee, ne? Das wollte ich ja gerade einsammeln, da. Geht's jetzt? Das Kissen nehmen und jetzt? Nö. Im Bett kann man sich ausruhen. Und sich vielleicht irgendwas mal wegholen. Ja, ich brauche noch eine Krankheit. Ja, ja, ich weiß. Was brauchst du denn? Rotzohr? Hoppalas. Hoppala. Ja, genau die. Hoppalas brauche ich. Und wie kriegst du das? Ja, es soll bei der Meierlöhr-Königin geben. Und zwar, wenn die ihre Schlüpflinge freilässt. Diese sollen dich mit Hoppalas infizieren können. Du sollst dich quasi mit Krebstier-Schampilz infizieren, ja? Ja, so ungefähr. Das ist mir aber bislang noch nicht gelungen. Ich weiß auch nicht. Also ja, das steht in der Beschreibung drin, ne? Ja, versuch das mal, da reinzukriechen irgendwie. Könnte schwierig werden. Na, ich hatte heute ja schon beim Atombombenabwurf so eine Königin... Ja. Gefunden, aber die hat mir, ja, die hat diese Schlüpflinge da nicht freigelassen. Und die Westen sind auch alle weg, ne? Die müssen auf jeden Fall Gegner sein. Ich habe gerade Vorsicht. Du hast gerade Vorsicht.
Dann kommen wir. Dann sei vorsichtig. Versteckt. Bei mir ist versteckt. Ja, wenn du weiter nach vorne gehst, kam gerade vorsicht. Wenn okay. Ich zu dir gehe, versteckt, ja. Okay, ist der hinter dir? Nee, ne? Oh ja, hier ist Vorsicht. Vorsicht ist gut. Hier ist Muni. Vorsicht, nein, Vorsicht. 45er, danke. Bitte? Du guter. Volker ist hier. Volker ist hier, da müssen wir auch vorsichtig sein. Ja, ganz besonders, der ist, ne? Erhaltung von Technologie steht hier. Hier, Volker, guck mal, ne? Wo ist er? Ich höre doch. Ich höre es jetzt. Ich höre es. Ich höre es aber. Irgendwo sind hier noch Gegner. Sagen, das ist meine Tastatur. Ich habe eine mechanische. Nein, die meine ich nicht. Achso, dann bin ich ja ruhig. Achso, hier. Dingbums kann ich auch verwerfen. Speerrüstung. Wir brauchen so einen Scheiß. Volker, wir gehen mal nach oben, Volker. Wo war das? 2, 3, 4. Hier. Na, wo hast du noch? No. Hallo? Ich muss ja auch durch. Wie kommt man da durch? Na, einfach durchgehen. Du weißt doch, wie beim Fahrstuhl. Ja, nee, das kann ich ja nicht, weil ich hier noch nicht war. Oh, da kommst du nicht durch. Nein, nee, er noch nicht. Durch. Und Cassie auch nicht. Marc noch nicht. Na, Cassie sowieso noch nicht. Das hängt mit der Bruderschaftsquest zusammen. Ah, alles klar. Das ist ja irgendwas für Männer hier oben. Deswegen sind wir hier alleine. Alter. Oh, mein Arm. Verdammt, hatte ich das nicht letztes Play schon mit meinem Arm? Ja, ich habe irgendwie... du hast eine Bemerkung dazu gemacht, genau. Dass das das Karma ist, was ich da nicht mag. Haarklammern? Nicht Haarklammer, Karma. Hier oben das Haarkarma? Das Haarkarma, genau, das Haarkarma. Cassie? Ja? Du hast... Ich bring dir mal was... ja, schade. Ich bring dir mal was mit. Ne? Du hast ja noch nicht die komplette Ausrüstung, ne? Ja. Pass auf. Hätten wir einen Agentenwerfer, hätten wir hier? Ja, nee, ich habe hier T60-Helm. Ich habe hier ein paar Rüstungsteile. Dann kriegt sie wenigstens ein bisschen Schutz für ihre Powerrüstung. Das dürfte gehen. Du weißt, was ich will, ne? Mark? Was? Du weißt, was... Ich zugehört. Ich sag, ich bring Cassie jetzt eine Powerrüstung mit runter. Die setze ich... Ja. Die muss ich ja mit R praktisch... rausschmeißen, also entsorgen. Ja. Und dann kann sie doch die Teile daraus, oder sie nimmt die. Ne, aber nee, dann hat sie zwei, dann kommt die andere auch in ihre Ausrüstung. Also sie muss die Teile da rausnehmen und bei sich anbauen. Genau, du kannst die Teile aber auch rausziehen. Genau, das mache ich. Ich bringe die mit runter, ich gehe da gerade mit. Jo. Deswegen, das geht ja auch, ne? Jo, glaube ich. Dann hat sie nämlich schon mal linker Arm, Torso, Helm. Mhm. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ja. Linker Arm. Weil wenn ich so gucke, was das für einen Schutz hat... Apropos, wenn Kleidung, ich so gucke, das hat schon mal 220, wo sind 207 und 265 Schutz. Torten? Ja? Wo sind wir zeitlich gerade? Zeitlich sind wir bei 28 Minuten. Ich danke dir. Oh, alles Marc. Klar. Marc, du bist so gut. Verdammt. Ja, deswegen, ich bin, also gebe ich ehrlich zu, ich bin nach wie vor Fallout-Freak. Ja. Das ist so gemein, ist das, ey. Spiel, was machst du mit mir? Ach, nee. Ach ja. Ich muss erstmal was essen, vor lauter Schreck. Ich habe verdorbenes Fleisch, werde ich erstmal essen. Das schmeckt auch mal ganz gut. Bauplan Holztische. Da trinke ich einen Wodka drauf. Das reicht. Ich schmeiß dir nochmal einen Bauplan hin, Cassie. So, Ist einfach nur für wie ging's denn noch weiter, ne? Den da. Den, der ist einfach nur für deine... Volker, ich bringe erstmal die Rüstung. Deine. Ah, hier ist na, er auch nicht weiter. Deine Behausung. Wo seid ihr? Zweiter Stock oder erster noch? Wo soll ich das wissen? Da, wo war? Am Gitter, an der roten Gitter. Lass mal gucken. Ach, hier ist der Kleine. Sehen schon. Hallo. Hallo. Ich bin ja nackig. So, da pass auf, ich werde ihr jetzt... Das ist deine Rüstung hier, ne? Ja. Pass auf, ich stelle jetzt hier mal noch eine hin. Und da nimmst du dir dann die Teile raus. Die ich jetzt anhab hier. Die Teile, das ist nämlich T60 Helm, T60 rechte Arm. T60 ist eine gute Rüstung. So, warte, jetzt lasse ich die kurz verschwinden bei mir und dann schmeiße ich sie raus. Sonst kannst du sie nicht nehmen. Die stelle ich jetzt hier hin, indem ich sie
rausschmeiße. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle hier. Power-Rüstung-Chassis muss das sein. Okay, Power. Hier, das ist es. So, und hier dürfte alles dran sein. Ist alles dran. Mit Fusionskern kannst du alles haben, so wie es da ist. Du nimmst nur die Teile, nicht einsteigen. Also Transfer. Nimmst alles an dich, ne? Alles, baust alles ab mit R, ne? Ja, ja. Mit Transfer baust alles ab. Kern, Helm. Hier ist noch, ist ja noch alles dran. Nein. Und das baust du denn hier an deine an. Ja, hier ist alles leer, ich sehe das. Außer Fuzzi-Kern, der steckt bei mir noch optisch drin, aber. Ja, ja, bei, ja, mir steckt, ja, bei mir auch, ist aber raus. Gut. Und dann, ich glaube, die musst du anziehen dazu. Und dann kannst du ausrüsten, anziehen. Und dann, kannst, und dann rüstest du sie aus. Genau, die musst du anziehen. Ne? Hab ich, sag, ist jetzt richtig, ne, Marc? Ja, Thorsten, die musst du anziehen. Aber ich glaube, hast du schon gehört. Das ist ein Knall. Auf dem Klo noch eine Kugel hinterher gejagt hier. Ja klar, Blackwater. Oh, lecker. Bier und Blackwater auf dem Loco. Ja, zu spät. Ja, was ist denn das hier? Was? Man nennt es Dusche. Ach, der Dusche. Ich kann die Sachen nicht anziehen. Ich hab die, was hat er gesagt? Die erforderliche Stufe zum Ausrüsten des Gegenstandes nicht. Da, Thorsten, hast du nicht drauf geachtet? Nee. Ja. Dann schmeiß die hin hier, entsorg die hier. Ja, ist mir bei der Sache, bitte. Nein. Schade. Ach ja. Das tut mir leid. So nicht schlimm, hätte ja klappen können. Ja. Naja, Kissi, das Problem ist ja, wir wussten ja, dass es nicht klappt. Nee, ich hab's nicht gehört. Dann hättest du ja was sagen können. Das ja, du. Ich hab auch extra nichts gesorgt. Ich auch nicht. Ihr beiden, ja. Natürlich. Nichts haben sie gewusst hier. Und damit verabschieden wir uns auch schon mal wieder. Ciao. Tschüss.